Tag 2, willkommen im Jahr 2022, willkommen in der Ordination. Ein kurzes Video, was gibt es Neues in der Ordination? Nicht sehr viel. FP2-Maskenpflicht, 3G-Pflicht, natürlich mit dem Hinweis, dass akute Notfälle auch so behandelt werden, wurscht ob G oder nicht G. FP2-Maskenpflicht in der Ordination ist weiter logischerweise gegeben, wie überall mittlerweile. Was gibt es sonst Neues? Eine neue Kollegin, die für ein halbes Jahr ihre Ausbildung bei uns absolviert, die Frau Dr. Otet. Eine Ärztin aus dem Krankenhaus Neunkirchen, wohnhaft in Vöslau. Sehr bemüht wird sie in nächster Zeit mit mir gemeinsam betreuen. Es hat sich generell relativ wenig verändert. Ich bitte Sie weiter, wenn Sie zu uns kommen, Abstand zu halten, die Hände zu desinfizieren, die Maske zu tragen. Das sind die Standardsgeschichten, so können Sie sich viel ersparen. Wir versuchen möglichst den Kontakt von gesunden Patienten mit potenziellen Überträgern zu reduzieren. Deswegen auch unsere zwei Bereiche mit infektiös, nicht infektiös, also der blaue und der braune Bereich. Die Damen sagen das auch immer wieder, wo sie sich bitte hinsetzen sollen. Wir impfen auch. Wie gesagt, einfach anmelden, zentral anmelden, wenn wir einen Impftermin freigeben, beziehungsweise auch direkt bei den Damen anzumelden. Und wir versuchen überhaupt alles, dass wir den Betrieb so normal wie möglich weiterführen. Aufgrund der Omikron-Variante, die wesentlich ansteckender ist, ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Wir müssen natürlich ein bisschen mehr aufpassen, deswegen auch die 3G, die wir ja bis zur Omikron-Variante nicht hatten. Jetzt mit dem 6- bis 8-mal ansteckenden Omikron-Partikel, das auch im Freien transmittieren werden kann, sind wir da sehr viel vorsichtiger geworden. Wir müssen uns natürlich auch selber schützen. Was kann ich Ihnen sonst sagen? Mit Omikron habe ich so ein bisschen eine Hoffnung verbunden, nämlich dass Omikron Delta komplett verdrängt und wir dann einen Auslauf der Pandemie sind, überhaupt im Sommer, und wir hoffentlich nicht noch einmal ein Aufflackern im Herbst haben. Was sicherlich hilft, ist eine Impfung. Alle Untersuchungen zeigen, dass geimpft ist besser als nicht geimpft, was Covid betrifft. Aber nicht nur Covid, es gibt auch noch viele andere Erkrankungen. Ganz besonders fällt mir jetzt die Keuchhusten und natürlich auch die Lungenentzündung ein. Auch die sind präventabel und sollte man auch geimpft sein, vor allem wenn man ein Risikopatient ist. Es ist immer eine persönliche Entscheidung, ob man das tut oder nicht. Wissenschaftlich und medizinisch ist es relativ eindeutig, da gibt es eigentlich nichts zum Diskutieren, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Alle Studien und alle Daten sind eigentlich ziemlich eindeutig. Man kann dann noch diskutieren über viele Sachen, aber die Datenlage ist bei allen Impfungen eigentlich recht eindeutig. Für alle Menschen, die glauben, dass mit Impfungen so irgendwo was Neues ist, nein, sind sie nicht. Also wir impfen seit ungefähr 300 Jahren und ist wahrscheinlich eine der Sachen, die wir am längsten tun als Ärzte, mindestens 300 Jahre. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich. Wenn Sie irgendwas brauchen, melden Sie sich, idealerweise E-Mail oder Telefon. Wir bemühen uns da sehr, möglichst viele Leitungen offen zu halten. Haben Sie ein bisschen Geduld mit uns, es rufen sehr viele Leute an. Und generell versuchen wir alles das, wo es nicht unbedingt notwendig ist, dass Sie jetzt einen Kontakt mit uns haben, beziehungsweise auch einen potenziellen Kontakt mit irgendjemandem, der Sie anstecken kann, zu vermeiden. Das geht Gott sei Dank ganz gut. Die Krankenkasse hat uns da das Tool der Telefonordination gegeben. Das nutzen wir auch. Und auch die elektronische Krankenschreibung, beziehungsweise auch die Krankenschreibung über das Telefon. In diesem Sinn, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich. Und Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen. Muss man jetzt uns eine Woche. Alles Gute, Wiederschauen.